heute unseren neuen Nuvio-Star, Malcolm Fonguier. Also ich bin Sprinter, 100 Meter Sprinter, aktueller Schweizer Meister, nach von letztes Jahr. Und ja, ich mache das seit ich ungefähr 13 bin. Ich mache ja auch noch ein bisschen Sport, aber das kann man ja eigentlich überhaupt nicht vergleichen. Was ich wirklich überhaupt nicht verstehe ist, also an was hängt das, dass das irgendwelche Leute extrem schnell sind? Also ich könnte ja nie so schnell werden wie du. Ist das nur Training oder liegt das vielleicht auch in den Genen? Das wäre ja naheliegend vielleicht bei dir. Ja, also ein bisschen beides, aber auf jeden Fall, es braucht viel harte Arbeit, wie in allem, wie im Job oder sonst in allen Sport. Du kannst ja selber handhaben, musst Arbeit reinstecken, kannst zwar bis zu einem gewissen Grad Talent haben, aber irgendwann... Ja, ich habe das nur mit Talent gemacht. Ah, nur mit Talent, ja, okay, ja, dann bist du speziell für dich. War talentiert. Nein, also mich persönlich interessiert es gar nicht so, aber all meine Freunde haben gesagt, hier, du musst unbedingt den Malcolm mal fragen, wie das denn so ist. So als Top-Athlet habt ihr ja auch so Groupies oder so, also mit den Mädels, wie jetzt? Nein, also jetzt bei meinem Niveau, glaube ich, bei meinem Niveau noch nicht. Oder nicht. Schweizer Meister? Ja, aber Schweizer Meister heißt nicht viel. Hey, aber du könntest mir gefallen, dann kannst du mal bitte, ich krieg so ein paar Komplexe, würdest du vielleicht den Arm unternehmen, sondern ich tue Mörder. Ja, sieh mal. Ja, ich dachte ja, ich bin auch hier der Nuvio-Mann. Ja? Also ich bin ja, du bist ja quasi der Athlet, ich bin hier der Nuvio-Chef sozusagen. Okay. Nein, aber also, wie geht das? Also warum hast du auch so ein Hammer-Body? Also ich meine, du musst ja eigentlich nur laufen. Mein Gott. Nee. Warum hast du auch so einen Oberkörper? Ja, weil zum Rennen braucht man Kraft. Ohne Kraft kann man nicht schnell rennen. Darum sehe ich auch alles. Auch Oberkörper? Ja, aha. Vor allem Oberkörper. Arm sind sehr wichtig, weil die Arme müssen schwingen können. Es muss alles zusammen bestimmen. Und umso besser proportioniert das bist, umso besser ist es auch zu machen. Ich promote das ja natürlich auch bei Facebook, habt ihr schon angekündigt, da geht noch eins. Was sind denn deine Ziele, deine persönlichen? Ja, das Jahr jetzt, im Moment jetzt nicht ganz so angefangen, wie ich geplant habe. Okay, Schluss, wir nehmen einen anderen. Natürlich nicht, kommt ja jetzt. Ja, genau, also ich bin hart am Trainieren und alles. Jetzt startet die zweite Hälfte von der Saison und das Jahr sind die Weltmeisterschaften in Korea. Okay. Das ist eigentlich der Plan. Es braucht noch ein bisschen dann, aber ich bin zuversichtlich. Ich habe immer Sachen dabei, oder? Und ja. Du startest dann bei den Weltmeisterschaften, ja? Nein, ich muss zuerst Qualifikationen rennen. Okay. Das ist, wie schnell muss man da sein? Also, 25. 25 ist Quali. Okay. Und im Moment ist 69. Kannst du jetzt mal so sprechen, dass ich das auch verstehe? Nee, kein Fachchinesisch. 25 ist Quali, 69 10, 5, 10, 25, oder? Aha! 10, 25, ich dachte 5, ach so, 10, 25. 10, 25. 10, 69 bis jetzt. Und ja, es geht noch ein bisschen mehr als einen Monat bis zu der Quali. Okay. Es sind noch ein paar Meetings, wo er steht. Und, wird aber ja, also, gibt alles. Ist auf dem Niveau ist das aber schon noch ein relativ großer Unterschied, oder? 14. Schon, ja, aber eben weil ich eigentlich kein 69 Läufer bin, weil ich eben letztes Jahr jetzt mit 47 aufgehört habe. Okay. Ist eigentlich das sollte eigentlich der Fortschritt auch eigentlich schnell werden. So, liebe Facebook-Freunde, das war die Vorstellung von unserem neuen Nuvio-Star Malcolm. Bleibt bitte dran, demnächst folgt noch einiges mehr. Ihr könnt euch freuen auf die Vorstellung von unserem Unihockey-Nationalspieler Christoph Meyer. Hat mich wirklich sehr gefreut, dass du da warst.